Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Im heutigen Video möchte ich mir Türen für die Regale bauen. Das Ganze wird aus Multiplex bestehen und zwar 18 mm. Im letzten Video hatte ich ja gesagt in meinen News, dass ich 15 mm Platten nehmen werde. Das ist aber viel zu wenig. Da kam ein Tipp von einem Zuschauer und zwar heißt es, der Forsterbohrer, der hat ja ungefähr, mit dem Forsterbohrer werde ich 13 mm in das Material reinfahren und dann habe ich hier noch vorne eine Zentrierspitze. Diese Zentrierspitze hat auch noch 3 mm. Das heißt, dann würden wir bei 16 mm sein und würden dann durch das Material hindurch bohren. Zumindest mit der Zentrierspitze würden wir dann hinten rausgucken. Um das zu vermeiden, habe ich mich für 18 mm Multiplex entschieden. Ja, als nächstes habe ich noch hier die Bohrschablone, die ja auch sehr, sehr nützlich ist in dem Fall. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man die auch für andere Hersteller nutzen kann, aber ich habe hier diese Hettich-Topfbänder und die passen natürlich optimal zusammen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ich habe die Platten beim Holzhändler zusägen lassen mit 3 bis 5 mm Aufschlag, damit, wenn hier irgendetwas ungleichmäßig sein sollte, könnte ich das Ganze noch an meiner Tischkreissäge anpassen. Ja, ich würde sagen, fangen wir an, bevor wir wieder Zeit verlieren. Los geht's! Ich habe hier so eine 3 mm MDF-Platte, die lege ich da drunter. Dann habe ich nämlich eine gleichmäßige, da brauche ich nicht irgendwie was abzuziehen oder sonst was. Dann setze ich mir die Platte dran und kann dann hier oben genau an der Kante ausmessen, wo ich genau absägen muss. So, und als nächstes setzen wir das Brett, was wir auf Höhe gesägt haben, erstmal dran, um zu gucken, wo die hinkommen. Das muss natürlich auf dieser Seite sein. Ja, wir werden auf jeden Fall beachten, nicht zu hoch, sonst kommen wir nachher hier nicht dran. Halten wir unser Lineal mal dran, binde ich mit dem Brett. Dann halten wir unser Topfband, unser Scharnier. Ja, da würde ich sagen, auf 70 mm. 70 mm, die Mitte von der Bohrung wird das wahrscheinlich sein. Ja, 70 mm. Aber oben ein bisschen Luft, das passt dann auch. 70 mm. So haben wir gesagt, 70 mm. Von der Kante machen wir uns hier 70 mm und ziehen unsere Linie dem Winkel. Jetzt kommt natürlich die Schablone zum Einsatz. 35 mm Bohrung braucht einen Abstand von der Kante aus 21,5. Hier ist dann der Mittelpunkt dieser Bohrung. So, dann setzen wir uns hier die Schablone dran. Genau mittig an diese 35 mm Bohrung setzen. 21,5 vom Rand. Dann haben wir hier genau den Punkt, an dem wir jetzt die Bohrung machen werden. Ja.
Ja, jetzt sind wir mit der Bohrung durch. Mit der ersten oder mit den ersten zwei. Setzt ihr jetzt die Platte an das Regal dran und dann sehen wir ja hier die Linie, die wir vorher markiert haben. Die übertragen wir jetzt hier drauf. So, ich sag ja, das kann einen halben Millimeter Versatz geben, das ist nicht so schlimm. Ich mach das jetzt unten auch noch. So, jetzt haben wir die Markierung auf dem, an dem Regal. Dann werde ich das Ganze jetzt hier nochmal durchziehen. Jetzt kommt wieder die Schablone in Einsatz. Wir setzen das Ganze mittig an. Und hier haben wir nämlich die Bohrungen für das Gegenstück. Das sind die oberen zwei Löcher. Die haben einen Abstand von 37 mm von der Kante. Das ist natürlich jetzt für aufschlagende Türen. Ja, für innenliegende Türen müsstet ihr dann nochmal die Materialstärke zusätzlich draufrechnen. Das heißt 37 plus eure Materialstärke von der Tür. Das wird jetzt natürlich ein bisschen problematisch, weil ich hier mit, ich weiß nicht genau, ob ich mit dem Akkuschrauber hier reinkomme. Achso, das ist ein 5 mm Bohrer. Da sind diese Kunststoffdinger dran. Das ist quasi wie beim Kunststoffdübel, den man dann aufspreizt, wenn man hier reinschraubt. Geht das Ganze auseinander und dann ist das Ding fest. Wenn das, wenn die Tür nachher zu hoch sein sollte oder sonst was, dann könnt ihr nämlich hier die Schrauben lösen und das dann auch mal hoch und runter nachjustieren. So, jetzt kommen wir zu dem Einbau der Gegenstücke, der Scharniere selber. Das sind welche ohne Schrauben, das heißt, die sind auf- und zuklappbar. Beim Zudrücken dehnt sich das hier aus und dann sind die Dinger fest. Ich setze das jetzt erstmal hier schön rein. Ja, das kann jetzt ein bisschen eng werden, oder? Ja, das passt ganz genau. Und dann nehme ich hier einfach einen Winkel, ja, damit das einigermaßen im Winkel ist, gerade ist. Und dann drücke ich das Ganze einmal fest zu. So, dann ist das Ding auch bombenfest. Da löst sich nichts mehr. Jetzt kommt eigentlich nur noch der Einbau. So, normalerweise sollte das jetzt kein Problem sein, die Dinger hier einzusetzen. Einmal unten. Ach, einmal unten, ja, einmal oben. Und einmal sollte es normalerweise auch hier reinfassen, passen. So, jetzt machen wir den Deckel einfach mal zu, die Tür, und sehen hier eine leichte Abweichung. Unten haben wir Luft, oben haben wir Luft, hier können wir noch ein bisschen nachjustieren, hier ist ein bisschen schief, das ist auch ganz einfach. Eine Verpackung ist immer noch hier so eine Erklärung, wie man das, eine Anleitung, was man wofür braucht, also welche Schrauben man für welche Justierung man braucht. Und hier müsste normalerweise wenn es hier unten bündig ist, aber hier noch nicht, kann man das Ganze noch mal auch hier rüber schieben. So, bündig. Vorher sah es so aus, es war alles auf und naja, sichtbar und wird verstaubt, ist verstaubt, schmutzig. So ist das Ganze meiner Meinung nach viel schöner. Es sollte jetzt kein Video sein, wo ich erkläre, wie man die perfekte Topfscharniere einbaut, sondern ich wollte einfach noch ein bisschen die Veränderung hier in meiner Werkstatt zeigen. Wenn ich gleich mit allen anderen fertig bin, zeige ich euch das Endergebnis. Bis gleich, liebe Freunde. So, liebe Freunde, ich bin ein ganzes Stück weiter. Die Türen, die hängen. Als nächstes werde ich auf jeden Fall noch die Blenden hier vorne austauschen und auch die unteren Türen werde ich austauschen. Aber fürs Erste bin ich sehr, sehr zufrieden. Das Vordere, das werde ich so lassen, sonst habe ich hier alles verschlossen. Das Vordere werde ich lassen, weil das sind wiederum Dinge, die ich dann immer wieder zack rausnehme und wieder ablegen kann.
Und hier habe ich meine Akkuladegeräte und naja, das kann alles so bleiben, damit die Werkstatt auch nach einer Werkstatt aussieht und nicht nach einem Wohnzimmer oder so. Ich will schon, dass man einige Sachen noch sieht. Liebe Freunde, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ja, ich muss nachher noch arbeiten. Euch einen schönen Feierabend, schönes Wochenende. Also, liebe Freunde, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.